Wer mit einem Carsharing-Fahrzeug oft schnell fährt, um Zeit zu sparen, braucht sich nicht zu wundern, wenn ihm mit der Kündigung des Vertrages gedroht wird. Die vernetzten Wagen wissen nämlich ganz genau, wer wann wie schnell fährt. Sie zeichnen es auf und schicken die Daten der Zentrale. Stellt deren Software dann einen zu flotten Fahrstil fest, so ist es zumindest schon passiert, wird ein Mahnschreiben verschickt. Willkommen in der Zukunft. Was Autos sonst alles noch aufzeichnen und wie es uns sogar ins Gefängnis bringen kann, das jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, am liebsten würde ich mal einen Einspieler, so ein Video für Verstehen Sie Spaß produzieren. Am Steuer sitzt ein prominentes Opfer. Man schaltet eine Ampel so blöd, dass er bei Rot über die Ampel fahren muss. Keine andere Wahl, halt einfach so schnell schalten. Und danach schickt ihn das Navigationsgerät automatisch zu einer Polizeistreife. Der wird ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Aber so absurd ist dieser Gedanke allerdings gar nicht. Denn die modernen Autos sind mit so viel Elektronik vollgestopft und zudem immer online. Da ist es ein leichtes, so mit Verkehrssündern umzugehen und fast ist es schon Realität geworden. Arman J. kam jedenfalls wegen der erfassten Daten seines Drive-Now-Fahrzeugs ins Gefängnis, allerdings auch gerechtfertigt. Mit den Daten konnte ihm nachgewiesen werden, dass er bei einem Zusammenstoß viel zu schnell mit dem geliehenen Auto unterwegs war. Dabei kam ein unbeteiligter Radfahrer ums Leben. Arman J. musste für knapp 3 Jahre ins Gefängnis. DriveNow behauptete damals zwar, dass die Daten erst für den Prozess mit denen des Kunden verknüpft wurden. Wer aber schon mal ein Mahnschreiben von dem Carsharing-Dienstleister bekommen hat, der dürfte da wahrscheinlich einen etwas anderen Eindruck haben. Bei einem Test der Stiftung Warentest kam jetzt heraus, dass alle getesteten mit den Autos verbundenen Apps für Android und iOS, denn nur bei den Apps kann man das überhaupt checken, viel mehr und vor allem personenbezogene Daten an die Autohersteller geschickt wurden, als sie eigentlich dürften. Da landeten zum Beispiel die Fahrzeugidentifikationsnummer zusammen mit dem Standort des Autos beim Autohersteller. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, wofür der Hersteller diese Informationen braucht. Exakte Bewegungsprofile können damit erzielt werden. Da wird dann der gläserne Bürger ausgerechnet über sein eigenes Auto ermöglicht. Und vor allem klärte keiner der Fahrzeughersteller vorher die Kunden umfassend und verständlich über seine Datensammelwut auf. Und das muss er aufgrund von Bundesdatenschutz und Telemediengesetz machen. Am krassesten war übrigens die Sammelwut von Tesla. Achtung, Tesla sammelt überall und verknüpft fleißig die Daten von öffentlichen Datenbanken, Werkstätten, sozialen Medien und Marketingfirmen. Noch schlimmer, über Fernzugriff sammelt Tesla unter anderem über die Bordkameras Daten zum Fahrstil und übergibt bei Dienstwagen an die Firma des Angestellten oder auch an Behörden. Von sich aus? What? Ich bin ja ansonsten ein riesen Tesla, Elon Musk, SpaceX und so weiter Fan, aber hackt's? Naja, es zeigt sich auf jeden Fall, hier muss besser kontrolliert werden und den Autoherstellern ganz genau auf die Finger geguckt werden. Ich bin jedenfalls froh, dass ich nicht für jedes Falschparken blechen muss. Da wäre ich schnell arm. Hier bei Klicksum halte ich natürlich euch auf dem Laufenden zum Thema Datenschutz. Und wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Hier geht's weiter mit Bakterien als Datenspeicher. Hammer Thema. Also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.